Ja, willkommen zu einem neuen Video zum Präsentation erstellen. Heute sollte es ja darum gehen, wie man Bilder gut benutzen kann. Und zwar finde ich es meistens ziemlich gut, wenn man ein Bild pro Folie hat und das Bild dann schön groß, sodass garantiert jeder es mitbekommt, dass da ein Bild ist. Und als Text daneben kann man dann beschreiben, was denn dieses Bild jetzt, was mit diesem Bild zu tun hat. Hier bei dieser ersten Folie, es ist zum Beispiel so, man kann da einfach hier zum Beispiel so ein Bild nehmen. Die Leute müssen tatsächlich nicht mal wissen, was genau es mit diesem Bild auf sich hat. Sie sollen am besten nur sehen, da ist ein Bild und ich weiß gar nicht, was das Bild genau bedeutet. Vielleicht werden die Leute dann ja neugierig. Vielleicht interessiert sie dann sogar halbwegs, was dieses Bild bedeuten könnte, weil Bilder sind meistens ein bisschen interessanter als Text. Das ist so und deswegen mögen Kinder oder auch Erwachsene vielleicht auch ziemlich gerne Bilderbücher, weil da viele Bilder drin sind. Und deswegen sind Erklärvideos auch besser als einfach nur so Erklär-CDs oder sowas, weil man direkt etwas sieht. Und das, was man sieht, ist immer ziemlich wichtig. Deswegen sollten wir hier vielleicht ein Bild hintun. Und wir könnten jetzt einfach dieses Bild nehmen und hier so da draufziehen. Jetzt haben wir hier unser Bild, aber wir haben ein winziges Problem, und zwar das Bild hat einen dämlichen schwarzen Hintergrund, den wir nicht haben wollen. Wie kriegen wir diesen schwarzen Hintergrund raus? Das können wir folgendermaßen machen. Wenn es bei so Bildern, die eigentlich transparent sein sollen, vorkommt, dass wir einen Hintergrund haben, der nicht transparent ist, könnte man das folgendermaßen machen. Man speichert sich das Bild ab. Hier Rechtsklick auf das Bild, Grafik kopieren. Dann geht man zum Beispiel in Irfan View, das verwende ich meistens für sowas. Das ist ein kostenloses Programm, womit man viel mit Bildern anstellen kann. Kann man aber zum Beispiel auch mit Photoshop oder GIMP oder sowas anstellen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und dann will man den Hintergrund transparent kriegen. Ich zeige das jetzt mal hier. Das geht ganz einfach mit File speichern unter. Und dann, wichtig, geht man auf GIF. Und dann wählt man hier aus, bei Irfan View jetzt, Save Transparent Color, also transparente Farbe speichern. Und dann Choose Transparent Color During, ich hoffe, man spricht das so ähnlich aus, Saving. Also, bevor du das Teil abspeicherst, frag mich bitte, was die transparente Farbe sein soll. Entschuldigung für die Versprecher gerade. So. Dann einfach irgendwo abspeichern, zum Beispiel auf den Desktop und hier dann Pythagoras Image zum Beispiel. Und jetzt kommt hier dieser Dialog und man kann hingehen und hier auf das Schwarz draufklicken und dann ist die Farbe Schwarz als transparent gekennzeichnet. Jetzt habe ich hier auf dem... Nehme ich auf, ja. Dann habe ich hier auf dem Desktop dieses Bild und das kann ich jetzt eben hier in die Präsentation einfügen. Ups, falsches Fenster, Entschuldigung. Und zwar einfach hier das Präsentationsprogramm, da das Bild hineinziehen und tada, ups, der Hintergrund ist jetzt weg. Das heißt, das Bild sieht ein bisschen passender für die Präsentation aus, weil es so wirkt, als würde es da ein bisschen reingehören. Einziges Problem jetzt hierbei, die Buchstaben sind auch transparent, aber das ist nicht so störend. Man erkennt das Prinzip ja immer noch. Wichtig bei so Bildern ist, nicht zu detailliert die Bilder. Also so minimal die Bilder machen wie möglich. Wenn ihr zum Beispiel irgendein Naturthema habt, und ihr findet da irgendein Bild, meinetwegen nehmen wir mal
das Thema Wald. So gibt es ja hier diese spaßige Möglichkeit, viele Bilder zu finden. Da gibt es dann einmal sowas, wo hier so wer weiß wie viel mit Licht und Sonne und so weiter. Oder hier, wo man vielleicht sogar mehr auf die Lichtstrahlen achtet als auf irgendwas anderes. Und so etwas wie das hier, wo man einfach viel Boden hat und ein bisschen was im Vordergrund, ein bisschen was im Hintergrund, ist dann, glaube ich, immer etwas geeigneter als sowas hier, wo man dann Bäume links, Bäume rechts, Wiese, Weg, Himmel und viel zum Draufgucken hat. Weil je länger die Leute sich in ein Bild vertiefen quasi, desto weniger Zeit haben sie, um den Leuten, die das präsentieren, in dem Fall halt euch, die das hier gerade angucken, eben zuzuhören. Weil man kann immer nur eins von beiden, man kann immer nur entweder zuhören oder sich irgendwas bewusst angucken. Und deswegen würde ich sagen, gebt zwar etwas zum Angucken, aber nicht so, dass es ablenkt. Das ist immer gar nicht so verkehrt. Dann kann man hier jetzt ein bisschen was an Zeug machen. Nummer 1. Das Bild und der Text sind übereinander. Das ist nicht gut. Deswegen nehmen wir den Text, klicken hier dann auf diesen Rahmen und ziehen den so, dass der Text gut neben das Bild passt. Haben wir hier links den Text, rechts das Bild. Das sieht schon wesentlich besser aus, als was wir davor hatten. Wir könnten das natürlich auch so machen, dass wir jetzt den Text hier so ein bisschen drunter ziehen und dann irgendwie so etwas hier machen. Das ist jetzt wieder Geschmackssache. Da kann man es so machen, wie man es am schönsten findet. Ich persönlich mag es gerne so, dass der Text recht mittig von der Folie ist. Also wenn hier kein Bild wäre, wäre der hier eh in der Mitte, aber jetzt, wo hier ein Bild ist, ist das Bild mittig, also von oben und unten gesehen und der Text auch. So finde ich es immer recht schön. Und jetzt haben wir hier unsere erste Startfolie. Wir haben hier das Thema, wir haben hier einen Anwendungsfall und wir haben ein Bild, wo sich die Leute vielleicht sogar fragen, was könnte es denn bedeuten? Und deswegen sind sie vielleicht ein bisschen neugierig auf das Thema, auch wenn es sie gar nicht interessiert. Und das ist ja schon mal sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit den Folgen zur Startfolie und zu den Grundlagen wie Hintergrund, Textfarbe und Bildern. Dann würde ich sagen, geht es in den nächsten Videos um ein bisschen was Spezielleres. Und ja, dann würde ich sagen, lasst euch überraschen, was in den nächsten Videos kommt. Bis zum nächsten Mal.